Heute ist der 7.9.2011. Ich weiß, wo sich der Beckenboden befindet und hier sind die Anzeigen des Tages. Und heute, vor genau 24 Jahren, am 7.9.1987, berichtet der Spiegel, dass der SPD-Spitzenkandidat Björn Engholm von Detektiven beschattet wurde. Ja, wer sich jetzt noch ein bisschen auskennt, der weiß, dass aufgrund weiterer Recherchen der Fall Barschel ausgelöst wird. Die Barschel-Affäre, die nach langem Hin und Her einem Ehrenwort sehr, sehr traurig endet, allerdings in einem lauschigen Hotel bei einem guten Glas Rotwein. Aber trotzdem eine traurige Geschichte, die zeigt, wie toll unsere Politiker sind. Deswegen jetzt schnell was Kurzes, Lustiges hinterher. Am 7.9.1853 betritt der deutsche Afrika-Reisende Heinrich Barth Timbuktu. Natürlich ohne zu klingeln und ohne sich die Schuhe auszuziehen. So. So, jetzt wird ernst. Erste Anzeige. Liebe Patricia, es tut mir unendlich leid. Du bist die beste Freundin, die man haben kann. Und ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, dich am Samstag mit mir rumzutreiben. Und ich hoffe sehr, du hast Lust. Danke und nochmal Entschuldigung. Von, nicht von mir, sondern... So, jetzt nochmal kleine Quizfrage. Was haben ein altes Schwimmbad und Frauen eventuell gemeinsam? Richtig, Probleme mit dem Beckenboden. Aber für die Frauen kann ich da jetzt Abhilfe schaffen. Und zwar gibt es den Pausenraum. Der ist in der Aquinostraße 1. Da hat eine Sportlehrerin einen kleinen Erholungsraum eingerichtet, ganz kuschelig. Bietet jetzt Kurse an für Frauen, die Probleme mit dem Beckenboden haben. Und zwar zwei verschiedene Kurse, einmal für Mütter und einmal für Frauen, die noch keine Mütter sind. Wobei es da sicherlich auch Überschneidungen gibt, weil ne, Mütter können ja auch einfach nur Frauen sein. Nehme ich mal an. Die Kurse starten heute, kosten 48 Euro im Monat. Die Kurse für die Nichtmütter sind mittwochs 16 bis 17 Uhr und 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Das steht auf der Seite. Und für die Mütter ist es auf der Seite. Deswegen kann ich es nicht lesen. Aber ich glaube von 10 bis 11 Uhr und von 12.30 Uhr. Von 10 bis 11 und 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. So, schön hingehend, ganz gemütlich, ganz kuschelig, ganz gepflegt und ganz gut, offensichtlich, für den Becken. Ich selber habe keine Ahnung. Zum Schluss gibt es immer noch einen Witz von einem Opa. Sherlock Holmes und Dr. Watson sind am Zelten. Mitten in der Nacht wird Dr. Watson von Sherlock Holmes geweckt. Er wird von ihm gefragt, was er sieht. Ja, ich sehe die Sterne am Himmel. Und was hat das zu bedeuten? Darauf antwortet Watson, dass es im Universum sicherlich intelligentes Leben gibt. Und zwar sehr viele Planeten. Quatsch, dann hast du das Zelt geklaut, du Idiot. So, das war's von mir. Wenn ihr was zu sagen habt, sagt es Patch 22 in der Schillingstraße 22. Mir. Ich sag's dann im Viertel, jeden Tag 16 Uhr vor der Agneskirche. Außer der Markt ist dann um 12 Uhr am Sudermannplatz oder rund um die Uhr im Internet www.derschwarzefett.de. Das bin ich. Schlüsschen. Vielen Dank.